Bisher war es nur mit dem Datev-Buchungsdatenservice möglich, auch die Belegdruckbilder zu übergeben. Das ist aber nicht der beste Weg, gerade für diejenigen, die aus verschiedensten Gründen mit der Schnittstelle Datev-Format arbeiten wollen. Wir schauen uns in diesem Video an, wie der Upload im Duo funktioniert, und am Ende zeige ich Ihnen einen digitalen Beleg im Datev-Rechnungswesen. Was ich Ihnen heute in diesem Video allerdings nicht zeigen werde, ist die Einstellung zum allgemeinen FIBO-Export, da es heute nur um den Belegtransfer geht. Ich habe Ihnen aber den entsprechenden Handbucheintrag unter dem Video verlinkt. Und jetzt blicken wir in die Software.